Hallo und herzlich willkommen in Schöner Garten. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Regentonne und eine Kompostwirtschaft für euren Playmobilgarten basteln könnt. Als erstes ist die Kompostwirtschaft dran. Ihr benötigt dafür folgende Materialien: dünnes Sperrholz oder feste Pappe bzw. Tonkarton, Zündholzstäbchen ohne Zündkopf, dunkelbraune Wolle oder Papier, andere Woll- oder Papierreste in Gemüse- und Pflanzenfarben und ein bisschen Bastelkleber. Als erstes schneide ich mir den Boden und die Außenseiten zu. Dann klebe ich alles zusammen. Die Zündholzstäbchen benutze ich, um die Kontaktfläche für den Kleber zu vergrößern und so die Konstruktion zu stabilisieren. Beim Rückenteil müsst ihr die Stäbchen ca. 2 mm nach innen setzen. Zum Trocknen spanne ich das Ganze in eine kleine Zwinge ein. Meine Kompostwirtschaft besteht aus drei Bereichen, die ich mit kleinen Wänden voneinander trenne. Ich verwende hier Reste aus anderen Bastelprojekten und Zündholzstäbchen als Abschlusskante. In den letzten Bereich, der ist bei mir ganz rechts, kommt die ausgereifte Komposterde. Hierfür nehme ich dunkelbraune Kammzugwolle. Im mittleren Bereich ist halbreifer Kompost, der ist schon gesiebt und recht braun, aber von der Farbe her noch nicht so dunkel wie der reife Kompost. Hier nehme ich die Reste der Wolle von meinen Kompostbeeten. Auf der linken Seite sind die frischen Kompostabfälle aus der Küche und aus dem Garten. Hier ist es bunt wie bei Gemüseabfällen oder vertrockneten Blumen und grün wie zum Beispiel vom Rasenschnitt. Damit das Ganze noch mehr nach Kompost aussieht, bemale ich die Innenseiten noch mit etwas brauner Acrylfarbe. Kommen wir zu der Regentonne. Einige von euch haben sicher auch die Holzfässer von Playmobil. Die sehen auch richtig schön aus. Ich komme dann nur mit der Gießkanne nicht rein, um das Wasser herauszuholen. Deshalb bastel ich mir eine Regentonne, die einen größeren Durchmesser hat. Für die Tonne benötigen wir eine Toilettenpapierrolle, Eisstiele und ein bisschen Filzwolle in hellblau. Als erstes schneide ich mir von der Toilettenpapierrolle einen Ring in 2,5 cm Breite ab. Anschließend schneide ich den Rest der Rolle auf. Dann zeichne ich mir den Innendurchmesser des Rings auf, das wird unser Boden. Damit der Boden gut in der Tonne hält, zeige ich mir rings um den Kreis Laschen auf. Nach dem Ausschneiden knicke ich die Laschen nach oben und drücke den Boden von oben in den Ring. Das hält schon sehr gut, aber sicherheitshalber fixiere ich die Laschen noch mit etwas Klebeband an der Innenseite des Rings. Damit ist die Grundform unserer Regentonne fertig und wir können die Außenseite bekleben. Ich nehme dafür Reste meiner bunten Eisstiele, die ich vom Zaun am Spielplatz übrig habe. Diese haben eine Länge von ca. 3,5 cm. Nachdem der Kleber getrocknet ist, kann die Tonne mit Wasser gefüllt werden. Hierfür nehme ich hellblaue Kammzugwolle. Ihr könnt natürlich auch andere Materialien verwenden. Die Regentonne ist fertig und ich kann jetzt das Wasser ganz bequem direkt mit der Gießkanne daraus schöpfen und zu meinen Beeten bringen. Regenwasser enthält keinen Kalk und ist deshalb das optimale Gießwasser für viele Pflanzen im Garten. Mit der Regentonne für die Bewässerung unserer Beete, die wir im letzten Video gebastelt haben, und der Kompostwirtschaft, die unseren Garten mit gutem Dünger versorgt, haben wir die Basis für unseren Gemüsegarten geschaffen. Werfen wir doch eben nochmal einen Blick auf unsere Gartenplanung. Wir brauchen unbedingt noch das Gewächshaus und den Geräteschuppen mit Laubhaufen. Was möchtet ihr denn als nächstes basteln? Schreibt uns euren Wunsch in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch unser Video gefallen hat und denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!